Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie wir ein leckeres One-Pot-Gericht zubereiten. Die Zubereitung wird komplett in einem Topf gemacht, ohne viel Abwasch. Es geht super schnell und ist einfach nur lecker. Perfekt, wenn man keine Zeit hat, irgendetwas vorzubereiten oder zu kochen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das zubereite, dann bleibt dran! Was benötigen wir? Wir benötigen einmal Hähnchenbrust, Nudeln, Gemüsebrühe, Schlagsahne, Sonnenblumenöl zum Anbraten, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Gran Padano und Blattspinat. Wir haben alle Zutaten zusammen. Wir machen weiter mit der Vorbereitung. Als erstes pellen wir einmal die Zwiebeln und schneiden sie. Wenn wir die Zwiebeln geschnitten haben, machen wir weiter mit dem Knoblauch. Dazu nehmen wir uns hier eine Zehe raus. Und wir können die auch einfach mit den Handballen einmal, bis es knackt. Und jetzt können wir die ganz einfach abpellen. Solche Stellen schneide ich immer weg. Jetzt hacken wir den einmal. Das reicht, wenn wir ihn grob hacken. Den Knoblauch können wir jetzt einmal zu den Zwiebeln dazu packen und dann schneiden wir die Hähnchenbrust in Würfel. Jetzt haben wir die Hähnchenbrust, die schneiden wir jetzt einmal in Würfel. Sowas hier schneiden wir raus. Das sind Sehnen und so etwas, das kommt einfach weg. In kleine Würfel oder Streifen schneiden. Wir haben alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Jetzt können wir weitermachen mit der Zubereitung. Als nächstes braten wir einmal die Zwiebeln und den Knoblauch an. Dazu geben wir einmal Öl in den Topf. Den Herd machen wir auf volle Stufe an, weil jetzt brauchen wir einmal ein bisschen Power. Wenn alles heiß genug ist, geben wir einmal die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Und schwitzen dies alles einmal an. Wenn wir alles angeschwitzt haben, geben wir einmal die Hähnchenbrust dazu. Und braten diese mit an. Wenn die Hähnchenbrust angeschwitzt ist, löschen wir einmal alles mit der Brühe und der Sahne ab. Einmal alles durchrühren. Jetzt lassen wir alles einmal kurz aufkochen und geben dann die Nudeln und den Spinat dazu. Es hat alles aufgekocht. Jetzt kommen die Nudeln und der Spinat. Ich habe jetzt hier gefrorenen. Ihr könnt auch frischen nehmen, aber ich nehme gerne den gefrorenen, da hat man weniger Arbeit. Dann rühren wir alles einmal durch. Nun geben wir noch etwas Salz und Pfeffer dazu. Rühren nochmal einmal alles durch und lassen das Ganze jetzt für 15 bis 20 Minuten köcheln mit offenem Deckel. Zwischendurch ab und zu mal durchrühren. Wir können den Herd auch auf kleinere Stufe stellen. Das müsste eigentlich die perfekte Einstellung sein. Es kommt natürlich darauf an, welchen Herd ihr habt und wie euer Herd zu Hause funktioniert. Alles hat jetzt ungefähr 15 Minuten geköchelt auf mittlere Stufe. Wir haben jetzt soweit alles fertig. Zum Schluss probieren wir einmal. Den Herd können wir ausmachen. Wenn das geschmacklich bei euch noch nicht so passt, könnt ihr jetzt noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Bei mir passt es jetzt. Die Flüssigkeit ist fast komplett in die Nudeln eingezogen und oder verdampft. Zum Schluss kommt noch etwas Parmesan dazu. Macht da so viel ran, wie ihr möchtet. Dann rühren wir einmal alles durch. Der Herd ist natürlich schon aus und wir sind dann auch am Ende des Videos. Ihr könnt jetzt noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Bei mir passt das schon.
Ich brauche da nichts nachwürzen. Wir sind dann auch am Ende des Videos. Ich bedanke mich, dass ihr das Video bis hierhin angesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Rezepte verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und ein Like. Und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Im Anschluss kommt das Essen nochmal angerichtet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.